Heute befassen wir uns mit dem Thema Passungsarten. Das Thema gehört zum Überpunkt Prüftechnik. Als kleine Wiederholung schauen wir uns zuerst noch einmal an, was Passungen sind. Eine Passung ergibt sich, wenn zwei Bauteile zusammengebaut werden. Das kann beispielsweise eine Welle sein, die mit einem Lager verbunden wird. Diese könnt ihr auch immer daran erkennen, wenn zu einem Nennmaß die Toleranzklasse für eine Bohrung und die Toleranzklasse für eine Welle gegeben sind. Diese können verschieden fest verbunden werden. Dabei gibt es drei Arten von Passungen: die Spielpassung, die Übergangspassung und die Übermaßpassung. Die Spielpassung erkennt man daran, dass immer ein Spiel vorhanden ist, wenn beide Bauteile gefertigt wurden. Die Passungsarten können in einigen Fällen mit dem Tabellenbuch einfach bestimmt werden oder müssen rechnerisch gelöst werden. Bei der Spielpassung bestimmt man das Mindestspiel PSM und das Höchstspiel PSH. Beim Mindestspiel wird das Mindestmaß der Bohrung minus das Höchstmaß der Welle berechnet. Beim Höchstspiel wird das Höchstmaß der Bohrung minus das Mindestmaß der Welle berechnet. Sind beide Ergebnisse positiv, hat man die Spielpassung rechnerisch nachgewiesen. Bei Übergangspassung kann je nachdem, wie die Bauteile gefertigt wurden, ein Spiel oder ein Übermaß vorhanden sein. Bei der Übergangspassung bestimmt man das Höchstspiel PSH und das Höchstübermaß PÜH. Die Berechnung des Höchstspiels erfolgt wie bei der Spielpassung. Beim Höchstübermaß wird das Mindestmaß der Bohrung minus das Höchstmaß der Welle berechnet. Ist ein Ergebnis positiv und ein Ergebnis negativ, hat man die Übergangspassung rechnerisch nachgewiesen. Bei Übermaßpassung ist, so wie der Name schon vorausnimmt, immer ein Übermaß vorhanden. Bei der Übermaßpassung bestimmt man das Mindestübermaß PÜM und das Höchstübermaß PÜH. Die Berechnung des Mindestübermaßes erfolgt wie bei der Berechnung des Höchstspiels. Das Höchstübermaß wird wie bei der Übergangspassung berechnet. Sind die Ergebnisse beide negativ, so hat man die Übermaßpassung rechnerisch nachgewiesen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwei Rechenwege betrachtet werden, welche je nach Passungsart eine andere Bezeichnung haben. Im Tabellenbuch findet ihr diese Formen unter dem Thema Toleranzen und Passungen wieder und könnt in Prüfungen damit arbeiten. Das war ein kleiner Einblick in das Thema Passungsarten. Bis zum nächsten Mal!